Dann schauen wir mal eben in die Finanzen. Die Subventionen. Bildungsreform. Da müssen wir halt auch immer noch die Ausbildung freischalten und einen Klassenraum errichten. Die Razzia ist abgeschlossen. Ist ja cool. Tischlerausbildung ist noch nicht freigeschaltet. Gefängnisproduktion. Das machen wir jetzt mal. Serviere ein einziges schlechtes Mahl für 2 Tage. Serviere 3 gute Mahlzeiten für 2 Tage. Habe ich da Einfluss drauf? Eine unabhängige Forschungsgruppe bietet dir eine finanzielle Spritze an, um an einem Test teilzunehmen, welche die Essensgewohnheiten bei Gefangenen untersucht. Machen wir mal die Bildungsreform. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Essen, dann können wir mal hier, Essen, Geld. Ah, da wird gerade Steuern sparen noch hier Macht, den Rest haben wir. Hier allenfalls noch die Expansion dann gerade mal machen, die kostet ja nicht viel. So. Ausbildung haben wir. Das heißt, wir müssten eigentlich dann auch einen Klassenraum setzen können. Jawohl, ach. Maximale Größe 5x5, für die haben wir ja locker. Ziehen wir den bis hinten durch? Nein, wir lassen da nochmal Platz für irgendwas Kleines da hinten. So. Jetzt mal mit denen mal dahin. Dann war das auch mal. Wir wollen ja mal alles hier erlebt haben. Razzia haben wir ja gemacht. Geklont haben wir jetzt noch nicht, aber das machen wir vielleicht erst, wenn wir wieder vorhaben, Zellen zu bauen. Ich könnte da eine hinsetzen, wenn ich hier sowieso schon einen Gang mache. Oder. Ich weiß es nicht. Nee, ich lasse das jetzt erst nochmal. Bin ich soweit erstmal gut. So. Hier unten wäre auch noch viel Platz. Bürogebäudetechnisch. Warum hier immer noch? Die können wir eigentlich auch mal wegpacken. Hier diese Schleuse, die ist. Ja, wobei, sicher ist sicher. Lassen wir sie drin. Was soll's. So, wer bist denn du? Ach, der Psychologe. Hoppla. Hat immer noch kein Büro. Das ist natürlich eine Schande, muss ich gestehen. Da hat man einen Psychologen eingestellt. Ja, ich krieg. Na doch, ich würde noch einen neben dran kriegen. Die Mauer ab. Ja, dann machen wir so. Würde ich hier noch eine Tür hinkriegen und dann würde ich da noch einen Raum dran kriegen, dann. So, hier können wir getrost die Mauer schon einreißen. Da kann nichts passieren, denn da kommen Gefangene sowieso nicht rein. So. Sagen wir mal, beim Herrn Direktor ist auch schon ganz schön schmutzig. Was ist mit dir los? Ach, da war gerade wieder keine. Boah, wieder nichts besetzt hier. Buchhalterin rennt da im Pausenraum rum. Der Psychologe. Oh. Der sitzt da und ist frustriert, dass er kein Büro hat. Arme Socke. So, what about the. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. I think we can make a boot, this one. So. Die Wand haben sie eingerissen. Das ist gut. Dann können die da auch schneller hin. Die laufen zwar jetzt hier trotzdem außenrum. Ah, den Weg haben die jetzt hier auch gelegt und das Gras drumherum gepflanzt. Das sieht auch schön aus. Gut, hier bei dem Abfall, ist bei der Anlieferung. Bisschen hässlich, aber ansonsten finde ich das sehr hübsch hier. Doch mit dem Weg und dem Grat. Nett.
Und so Kleinigkeiten, die werten das echt auf hier. Frage, ob wir das hier vielleicht auch irgendwie mal machen. Oder den hier weiter im Dreck spielen lassen. Wir lassen sie weiter im Dreck spielen. Warum auch nicht? So, hier haben sie den Durchbruch hier gemacht. Das heißt, wir können hier den Klassenraum reinziehen. Und der verlangt jetzt. Was haben wir? Wollte gerade sagen. Pult und Schreibtisch. In der einen Aufgabe stand was von 20 Pulten. Mal gucken, wie weit wir die hier reinkriegen. Das dürfte aber nicht das Problem sein. Okay, Schreibtisch. Würde Big Boss nach vorne. Krieg da ein Stühlstein. Ankunft neuer Insassen wird hier hektisch angezeigt, ist mir aber eigentlich egal. So. Können wir die direkt aneinander setzen? Nee. Warte. Ah, es ist halt. Da kriegen wir ja nicht so viel unter. Hier. Das würde gehen. Guck mal, die können wir sogar bis hinten hinziehen. Bam! Das sind dann 2, 4, 6 und 24 Pulte. Das wird ja wohl reichen. Special Boden kriegt er jetzt nicht. Das kriegt jetzt auch erstmal so eine Tür. Ich frage mich jetzt gerade, wenn das hier so Personaltüren sind. Die Leute sollen da ja arbeiten, das tun sie aber nicht. Da arbeitet momentan eigentlich nirgendwo irgendjemand. Vielleicht muss ich denen doch normale Türen verpassen. Ich glaube, ich mache das jetzt mal. Ich glaube, das ist besser. Ich mache das dann vielleicht für den. Hier für den Raum dann auch. Und dann hau ich da normale Türen rein. Und dann können die da auch. Können da auch die Gefangenen reingehen. Ja, wenn die da arbeiten wollen, können, dürfen, müssen, dann. Ja. Dann muss das wohl so sein. So, die installieren jetzt hier gerade mal Pulte. Na, das dauert noch einen Moment. Dafür können wir hier unten in der Zwischenzeit dem Psychologen schon mal Parkett gönnen und eine Personaltür einbauen. Mehr machen wir da erstmal nicht. So, die sind jetzt schon dran, die Türen abzubauen. Sehr schön. Dann hauen wir da halt jetzt eben normale Türen rein. Klack. €3.000 für Prisoner Intake bekommen. Ah, gut, wenn wir Gefangene aufnehmen, kriegen wir natürlich auch Geld dafür, weil die aufnehmen. Aber ich möchte im Moment nicht mehr Gefangene aufnehmen, als ich unterbringen kann. Wir stehen jetzt bei 124 Gefangenen für, ja, verteilt auf 128 Betten. Wenn wir jetzt einfach mal darauf hoffen, dass einer noch entlassen wird innerhalb diesen Tages, dann passt das auch morgen noch. So, hier haben die noch nichts gemacht. Aber immerhin ist dies jetzt schon offiziell ein Büro. Nein, ist es nicht. Es ist ein leerer Raum, dem ich gesagt habe, legt mal Parkett rein. Aber ein Büro ist es eigentlich noch nicht. Jetzt ist es ein Büro. So. Und das braucht natürlich einen Schreibtisch, einen Stuhl und einen Aktenschrank. Das
klassische Programm, das gibt's hier alles gerade nicht. Ein Schreibtisch, ein Tool und ein Aktenschrank. Das ist der Schreibtisch. So. Ein Schreibtisch. Mit einem Bücherregal nebendran. Und machen wir doch dahin. Ein Stuhl und ein Aktenschrank. Bitte schön. Da ist der Stuhl. Zack. Und der Aktenschrank ist da. Hier haben wir zwei hin. So, Bücherregal habe ich ihm gegönnt. Dann gönne ich den auch immer gerne ein Sofa. So, und einen Sprinkler in die Ecke. Licht hat er. Können wir dem sonst noch irgendwas gönnen? Eine Hantelbank. Nein, das ist ein Psychologe, der braucht ja mit Sicherheit keine Hantelbank. Vielleicht nochmal einen Stuhl für Besucher, hm? Hier, so. Sein Psychologe, der kriegt nochmal einen Stuhl für die Leute, die sich dann da draufsetzen und ihr Leid klagen. So, benötigt Büro immer noch, weil natürlich die notwendigen Dinge nicht eingebaut sind. Das dürfte sich aber jeden Moment ändern. Der erste Aktenschrank steht, zack. Und damit kann der zu seinem Büro laufen. Das ist doch schön. Da hat der Psychologe jetzt auch endlich mal hier einen Arbeitsplatz zur Verfügung. Ah, freut er sich bestimmt. So, da kriegt auch mal Wasser an sein Brünnli. Dass er uns nicht weint. So, ist die Frage, kann der uns jetzt irgendwas oder... Oh, die Expansion ist gleich durch. 50.000 kostet die Steueroase. Alla, die Waldfee. Das ist aber auch alles, was wir hier noch machen können. Na gut. Gefängniswertung. Haben wir uns die jemals angesehen? Nein. 4 Gefangene wurden entlassen. Es müssen 10 Gefangene entlassen werden, damit dieser Bericht zusammengestellt werden kann. Okay. Dann. Ach, guck mal. Und die bringen jetzt hier die Besucher da unten raus. Das ist ja... So genau hätte ich das nämlich eigentlich gerne. So ist das hier gedacht. Dass die Gefangenen, die kommen hier aus dem Gefängnistrakt durch diese große Gefängnistür und die Gäste werden hier durch die Personaltür rein und rausgelassen. Durch diesen Bürogang hier. So, und dann sind die nämlich, abgesehen von den Besuchszeiten hier, die lassen sie aber trotzdem auch da oben durch. Das ist nämlich, ja... Es ist nämlich eigentlich nicht so schön, wenn die hier so mitten durch den Knast laufen. Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn die hier separat diesen Eingang nehmen. Ja, weil diese Konfrontation mit so massenweise Gefängnisinsassen, das ist ja eigentlich nicht gut. So, die Übergangszelle ist leer, das finde ich gut. Ba, ba, ba. Und die Zelle da oben ist auch leer, weil die gerade Ausgang haben irgendwie. Zum Teil aber auch nicht. Vielleicht ist diese Zelle da oben auch jetzt leer geräumt. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt müssen wir mal sehen. Ich habe hier oben jetzt normale Türen rein. Da passiert aber trotzdem gerade nichts. Ja, die sind aber auch alle... Alle auch nicht beleuchtet. Ich sehe hier einfach nichts. Ich wollte noch mal einen solchen Wachraum. Genau, das war's. Wollte ich hier noch mal installieren. Hatte ich überlegt. Das können wir dann jetzt mal machen. Und dann mache ich hier Überwachungskameras noch mal jeweils in die einzelnen Räume. Machen wir es mal so.
Und so. Und da noch eine hin. Weil die hier oben nämlich alle dunkel und nicht bewacht sind und ich ja gar nichts sehe. Das finde ich nicht gut. Das möchte ich nicht. So, stromtechnisch ist das im Moment ganz gut hier. Weil ich jetzt irgendwie festgestellt habe, das funktioniert hier alles gar nicht so, wie ich es gern hätte. Demontieren, wegwerfen, verbinden, Verbindung entfernen. Verbinden. Mit was verbinde ich das denn? Mit der Telefonzelle. Türkontrollsystem heißt das Ding und ich kann es mit allem verbinden, außer mit Türen. Kameras. Oder mit einer Telefonzelle. Das macht doch keinen Sinn. Lassen wir das. Drogen. Ah, Pilze entdeckt, hä, mein Freund. So nicht, mein Freund. So weit kommt's noch hier. Der benötigt einen Eingang. Den mache ich aber nicht von hier aus, glaube ich, den Eingang. Wie machen wir das denn am besten? Da oben können wir im Zweifelsfall auch noch so ein Büro oder sonst was Trakt hinmachen. Dann bräuchten wir hier aber einen Gang. Klingt ja süß. Auf 4er Breite. Der bis oben hin. Ja, muss ja bis dahin, weil ich ja sonst an den Dings nicht rankomme. Okay. Müssen wir das so machen? Das required natürlich ein Entrance, das ist uns klar. Der kriegt dann hier auch eine Tür hin. Und da oben gucken wir dann, da müssen wir sowieso dann erst die Mauer wieder reinziehen, jetzt wo die das hier verbinden. Die Kameras haben aber keinen Strom oder was haben die nicht? Die sind einfach nur inaktiv. Okay. Ah, da kann ich jetzt überall hier, könnte ich jetzt Gelände kaufen. Das ist ja lustig. Oder haben die auch keinen Strom, wenn die so blinken? Weiß nicht, ob ich denen speziell Stromleitung zuführen muss. Oder ob die auch so, ne? Die kriegen so ihren Strom. Ja. Also liegt es nicht daran, dass sie irgendwie keinen Strom haben, dass die blinken. Dann haben die einfach keine Verbindung. Dann scheinen die anderen ja vielleicht doch zu funktionieren. So, den haben sie jetzt fertig gemacht. Was mit dem hier? Können sie den bitte auch. Könnte ich dann den Raum auch so und dann könnte ich eigentlich das Ganze doch hier enden lassen. Und das dann mit da oben. Nee, ich glaube, ich ziehe die Mauer doch lieber so durch. So, lasse ich gleich einen aus. Und dann die Tür reinkommt. So, stromtechnisch, wie sieht's denn aus bei dir da unten? Du hast noch ein bisschen Toleranz. Dann kann ich dich ja anzapfen. Also mal so und so. Mal so. Da oben Wasser brauchen, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. So, hat noch keine Wand, aber hat eine Tür. Finde ich gut. Dann gibt das Ganze eine Wäscherei. Nein, ein. Na? Exportraum. Wir auch nochmal gucken, was das ist. Baumschule müssen wir noch machen. Eine Isolationszelle haben wir auch noch nicht.
Ein Sicherheitsbüro wird das. Das kriegt dann Schreibtisch, Stuhl und Aktenschrank auch. Echt? Ach so, Sicherheitsbüro. Das muss gar kein Sicherheitsbüro sein, glaube ich. Das ist nämlich hier. Was haben wir denn hier? Doch, das ist ein Sicherheitsbüro. Okay. Weiß nicht, ob das wirklich ein Sicherheitsbüro sein muss, aber ich mache es jetzt einfach mal als ein solches. So. Immer krabbelt hier und dann braucht das, was sagt er, ein Schreibtisch. Ja, und dann hier direkt an den Eingang. Mit einem Stuhl davor und einem Aktenschrank in die Ecke und dann kriegt das hier Monitore. Zwei Stück erstmal. Passt nochmal ein Aktenschrank dazwischen. Okay. Und dann gucken wir mal, wie weit wir dann hier. Guck mal, auch wenn die hier irgendwie teilweise als inaktiv bezeichnet werden. Ne, jetzt ne, der nicht. Ist ja eigentlich doch im Großen und Ganzen alles ganz gut ausgeleuchtet. Putzkammern sind halt dunkel. Das sind ja auch Putzkammern. Da oben sind halt irgendwie auch dunkel.